Eine Reise quer durch Norddeutschland mit einem 60 Jahre alten Porsche-Trecker. Das Ziel? Eine der größten Treckerveranstaltungen des Nordens. Eine Strecke von 400 Kilometern. Für meinen Trecker die härteste Fahrt seines Lebens. Von Südniedersachsen nach Edewecht im Ammerland zum Traktor-Pulling. Wenn meine kleine rote Brunhilde die Strecke schafft, dann soll sie beim Traktor-Pulling ihre Kraft unter Beweis stellen und sich vergleichen lassen mit den größten und stärksten Treckern, die es überhaupt gibt. Brunhilde ist mein Porsche AP22 und ich bin Sven Tietzer. Auf meinem Roadtrip liegen Begegnungen mit anderen Trecker-Fans. Wie hier in Bisperode bei Hameln. Ich habe eine Verabredung mit dem Trecker-verrückten Dorfarzt. Angeblich macht er seine Hausbesuche mit einem alten Hanomag. Uwe Thies heißt er. Vielleicht hat er ja auch ein paar Gesundheitstipps für Treckerfahrer. So, das hat er. Herr Thies! Na, grüße Sie. Es ist also tatsächlich wahr. Tag, Jan. Grüße Sie. Ja, dass Sie tatsächlich unterwegs sind mit dem Ding. Ich habe es bis eben nicht so richtig geglaubt. Baujahr? 51. Schmuckstück. Schnell ist ein Schnellläufer. 16 PS, 1400 Kubik. Läuft fast 35 Sachen. Und damit machen Sie Ihre Hausbesuche? Damit mache ich meine Hausbesuche. Aber man sieht, er wird auch gebraucht. Ne? Also hochpoliert ist er nicht. Aber ja, also Sie scheuen sich nicht, auch mal durch den Regen zu fahren? Richtig. Und stellen Sie sich mal vor, Baujahr 51, wie viel hat der runter? Was hat der alles geschuftet? Das war die kleinste Version damals von Hanomag. Der 16er, das war die Last des Bauern. Machen Sie mal an? Natürlich, klar. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Ein alter Hanomag als Arztmobil. Oh, mit einem Sound zum Niederknien. Der kommt ja sofort. Wenn er warm ist, ja. Nur das Ausparken, das geht nicht ganz so fix. Hat halt keine Servolenkung, der Hanomag. Naja, zum Glück ist Uwe Thies kein Notarzt. So, junger Mann, darf ich Sie einladen? Äußerst gerne. Meine erste ärztliche Treckerfahrt ins Nachbardorf zum Blutdruckmessen bei einer Patientin. Die rote Brunhilde muss jetzt erstmal ohne mich auskommen. Der macht richtig Meter, wa? Der ist richtig schnell. Satte 35 km/h. Was Trecker angeht, ist Uwe Thies übrigens ein Spätzünder. Kurz vor meinem 60. kriegst du den Vogel und sagte zu meiner Frau, ich will auch einen haben. Aber nicht so großen, so lütsches Ding. Ich liebe die Langsamkeit, den Duft, das Schnattern des alten Motors, die Natur, den hohen Blick, das Meditieren vor sich hin. Und das ist einfach so schön. Und er kann mit dem Trecker nicht so rasen wie mit dem Auto. Da freut sich auch seine Frau. Hey, halt! Jetzt. Ja, bei dem Fahrtwind braucht man das, ne? Und die Leute sind das gewohnt, ihre Patienten, dass sie mit dem Trecker kommen? Manche Patienten früher, als ich noch Kassenarzt war, die haben sogar einen Treckerbesuch bestellt. Und waren ganz erschüttert und traurig, wenn es draußen regnete und kam mit dem Auto. Von Bisperode ins Nachbardorf in 5 Minuten.
Alle Achtung. Jetzt sind wir schon da? Ja. Oh. Herr Thies, ich warte aber so lange draußen. Ne? Wenn Sie beim Patienten sind, da brauche ich dann nicht gut auflaufen. Herr Thies, Sie machen ja was mit mir. Frocki. Grüße. Drinnen waltet Uwe Thies seines Amtes. So. Die Blutdruck wird natürlich hoch sein, aber ja, durch die Aufregung und alles nicht. Aber. Und draußen? Ich allein mit einem Hanomag R16 und keiner guckt zu. Wollen wir doch mal sehen, was er wirklich unter der Haube hat. Siehste? Oha. Ungefragt unter die Haube zu luschern ist zwar nicht so die feine englische Art, aber Treckerfahrer dürfen das. Sag schnell wieder zu, bevor der Besitzer auftaucht. Jetzt passt das nicht, oder was? Doch. Was macht er denn da? Ich war ja auch klar, dass Sie genau in dem Moment mein mein Schatz gestellt. War ja klar, dass Sie in dem Moment auch kommen. Aber wissen Sie, Herr Thies, manchmal frisst mich die Neugier auch auf. Und wissen Sie, ich muss da einmal drunter gucken. Und man mag mich für verrückt halten, aber ich liebe ja auch diesen Geruch von diesen alten Maschinen. Ne? Aber wissen Sie, so viele haben das noch nicht überlebt. Doch, aber wo ich es schon mal gemacht habe. Ne? Ihre Sicherungen, die sehen nicht mehr so gut aus. Sie sind ganz schön übergejaucht, da könnten wir neue rein. Aber mein Trecker springt trotzdem schneller. Ja, wenn der läuft. Und in der Inspektion war er auch. Ja. Und wenn man auf dem Trecker drauf sitzt, hat man gute Laune. Ja, ne? Da ist was dran. Da sagen Sie was. Denn diejenigen, die Ahnung haben, die kommen sofort mit Interesse dazu. Das ist wie mit dem Köter. Hat man einen interessanten Köter, dann kommen auch die Leute, was ist das für eine Rasse? Und habe ich ja noch nie gesehen. Mit dem Trecker ist genauso. Und weiter geht's. Bevor ich wieder aufbreche, hat mir der Doc noch eine Bestrafung fürs Luschern angedroht. Jetzt sind wir an dem Punkt der Überraschung. Das stinkt ja ekelhaft. Also das ist wirklich, weil wenn man ein faules Ei in der Hand hatte, ne? Das ist der Geruch. Sie wollen jetzt nicht, dass wir das da trinken, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wozu soll das gut sein? Ist gesund für die Haut. Jetzt ohne Flachs? Ja. Wer trinkt denn das hier? Warten Sie. Ich. Nur Sie, Sie sind auch der Einzige, oder was? Boah, dieser Geruch. Oh. Ist wohl auch gut fürs Haarwachstum, wie es aussieht. Oh, das geht ja gar nicht. Das trinkt kein Mensch hier. Herr Thies, Sie sind ja auch Chiropraktiker. Ich habe ja noch ein paar Kilometer. Haben Sie den einen oder anderen Tipp, so nach so einer längeren Treckerfahrt, was man da körperlich mal machen kann? Das eine ist natürlich, man kann dehnen. Ja. Oh, das tut wirklich nicht schlecht. Das ist das eine. Gibt es sowas wie häufige Treckerfahrerbeschwerden? Ich könnte mir vorstellen, denn der Trecker hat ja keine Federung. Die liegt in der Bereifung und im Reifen. Mit dem Luftdruck. Haben Sie noch irgendwas für den Rücken oder so? Ich würde am besten das so machen. Damit beugt man. Oh, das ist ganz gut. Wirklich ganz gut, ne? Heute springt Brunhilde mal sofort an. Tut sie leider nicht immer. Ich sag vielen Dank, dass Sie mich mitgenommen haben. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Weiter geht's Richtung Norden. Ich mache mir langsam Sorgen, dass Brunhilde die Strecke nicht schafft. Denn ihr Tank hat angefangen zu lecken. Kein gutes Zeichen.
Die nächste Etappe erreicht sie aber noch. Lenzburg im Landkreis Nienburg. Hier treffe ich gleich zwei treckerverrückte Brüder. Bis zum Acker und dann immer der Nase nach, haben sie gesagt. Da hinten sind sie, Tammo und Jörn Gläser, die Landmaschinenfilmer. Und tatsächlich, hier duftet es nicht gerade nach Rosen. Ja, zur Seite gehen. Ja. Danke, Herr. Moin. Schönes Gefährt hast du mitgebracht. Das sag ich dir. So. Musste es unbedingt Gülle sein. Ja. Oh. Ja. Bei dem Wetter, du siehst ja, bei den Wolken, da passiert heute nicht viel anderes auf dem Feld. Ich bin vorbereitet. Perfekt. Ja, man muss ja immer zusehen, wo man bleibt. Ne? Ja, ja, klar. So, was macht ihr jetzt gerade? Also wir sind jetzt heute hier mit dem Unternehmen Busche Esdorf verabredet. Wir suchen noch nach einem Motiv für unsere neue DVD. Und das Unternehmen setzt einen der größten Traktoren ein für die Einarbeitung von Substrat. Und ja, da sind wir heute hier, um ein paar Aufnahmen zu machen davon. Einarbeitung von Substrat heißt Gülle auf den Acker bringen. Ihr produziert DVDs, die ihr weltweit verkauft. Nur über Trecker bzw. Landmaschinen. Genau, die Filme beschäftigen sich mit der Landwirtschaft, sind aber, ich sag mal, die viele Leute sind natürlich besonders interessiert an den Landmaschinen, an der modernen Landtechnik, die wir da zeigen auf den Filmen. Und ja, zum Beispiel so eine Maschine, die hier gerade auf uns zugerollt kommt, 400 PS. Wir müssen ja gleich eben ein bisschen aus dem Weg gehen. Aber das ist eben. Ich stehe auch im Weg jetzt hier mit meinem Trecker. Ja, du stehst hier ein bisschen im Weg. Wir müssen hier ein bisschen Platz machen. Jetzt geht ihr gleich weiter. Wie's... Ja, jetzt muss ich mal kurz beeilen. Oh, 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 oh. 22 PS trifft auf 400. Das war knapp, du. Frankreich, Russland, Kanada, Australien. Die beiden Jungs gondeln durch die ganze Weltgeschichte, um Landmaschinen zu filmen. Und die DVDs, die sie davon machen, die verkaufen sich zu Hunderttausenden. Aber wie kommt man auf die Idee, dass das auch funktioniert? Das muss ja irgendwie mal alles angefangen haben bei euch. Wir haben immer immer in den Ferien haben wir auch sehr viel mit Landmaschinen zu tun gehabt. Und ja, hatten einfach Riesenspaß, mit der Technik selber umzugehen, zu fotografieren, zu filmen. Und haben irgendwann festgestellt, dass auch sehr viele andere Leute da Spaß dran haben, die aber nur nicht die Möglichkeit haben, solche Maschinen direkt vor der Haustür zu haben. Ich meine, eher in Süddeutschland sind eher kleinere Strukturen. Die Maschinen, die hier im Norden sind, sind von den PS. Sowas, was hier zum Beispiel hinter uns fährt, ist etwas Besonderes, was man nicht überall in Deutschland findet oder auch nicht überall auf der Welt findet. Ja, wir haben das Ganze aufbereitet zu filmen. Und die ersten Pakete, die wir so gepackt haben, wenn jemand so eine VHS-Kassette, die über Nacht dann überspielt wurde im Kinderzimmer und die steckt man nächsten Tag in ein Paket und schreibt dann da drauf, keine Ahnung, irgendwas südlich von München. Und der Kerl überweist dann auch noch Geld dafür und dem ist das sogar noch wert, was man da macht. Dann war das schon was ganz Besonderes. Ja. Jetzt muss ich mir ja so vorstellen, da sitzt jemand zu Hause auf seinem Sofa, ne, macht sich eine Flasche Bier auf und guckt sich 45 Minuten, eine Stunde, wie lange ist das? Oder länger? Anderthalb Stunden, ja. Anderthalb Stunden, ja. Maschinen an. Dann gucke ich euch mal so ein bisschen über die Schulter beim Making of Gülletrecker. Genau, genau. Wunderbar. Geschwindigkeit so halten, so passt gut. Ein bisschen verzögern. Was heißt das, nach hinten fallen lassen? Langsamer nach hinten fallen lassen. Alles für die perfekten Bilder. Der größte Feind der Gläsers ist übrigens schlechtes Wetter. In Amerika haben sie schon mal 3 Tage Däumchen drehen müssen, wegen eines Sturms. Hier im Landkreis Nienburg ist heute zum Glück ausnahmsweise mal Sommer. Die Aufnahmen mit der Drohne sind im Kasten. Der Riesentrecker tankt gerade frische Gülle. Zeit, das Ding mal zu entern. Einfach mal knallhart rein. Treckerfahrer dürfen das. Benjamin bist du, ne? Ja, hallo. Darf ich mal eine Runde mitfahren? Ja, gerne. Wie viel hast du denn jetzt zu tun, wenn der fährt? Ja, wenn er selber direkt fährt, eigentlich gar nicht so viel. Hat einen Tempomaten, hat einen Lenkautomat. Du musst halt nur aufpassen, dass alles richtig funktioniert. Aber jetzt mal so unter uns, ein bisschen geil ist das auch, so ein Ding zu fahren, oder? Ja, doch.
schon mit der größte. Der Xerion 4000 von Klaas. Und jetzt darf ich mich mal ans Steuer setzen. Okay. Gut, dass ich das jetzt hier alles richtig mache. Einmal, dass es vorwärts rückwärts. Das wäre ja schon bei deiner Hose gegangen. So, jetzt drückst du nach unten. Die 1 lange drücken, bis er piept. Die 1 lange drücken, bis er piept. Dann die 2. Nee, den Lenker nochmal. Lenkrad loslassen. Und jetzt den Tempomat. Und den orangen oben. Einmal kurz draufdrücken. So, und das war's. Ja. Jetzt muss ich nichts mehr machen. Nee, geht die Reise los. Das macht er von ganz alleine. Und jetzt, in diesem Moment, muss ich überhaupt nichts machen. Er hält genau die Spur, das ist alles per GPS gesteuert. Ja, genau. Ich muss quasi immer nur am Anfang und am Ende übernehmen und drehen. Richtig. Fast ein bisschen langweilig, wenn man hier oben sitzt und der Computer alles für einen macht. Okay, pass auf, Benjamin. Ich bedanke mich. Das war klasse. Dankeschön. Ja. Damit bin ich jetzt einen der größten deutschen Träger gefahren. Ja. Hammer. Oh, ganz schön modern. Ich pötter lieber auf meinem alten wieder weiter. Ja. Tausend Dank, ne? Dankeschön. Das war ja mal was. Tja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Die Gläsers fahren ab auf die ganz dicken Dinger. Und ich? Ich bleib meiner Brunhilde treu. So, ein Käffchen wäre jetzt nicht schlecht. Dafür anzuhalten ist aber nicht so gut. Brunhildes Tank leckt immer schlimmer. Außerdem fängt die Batterie an, zicken zu machen. Also lieber beeilen und Coffee to go. Fahrer dürfen das. Mmh, köstlich. Und was Brunhildes Macken angeht, vielleicht kriege ich Hilfe an der nächsten Station. Im Freilichtmuseum am Kiekeberg bei Hamburg. Da glüht der nächste Treckerverrückte schon mal vor. Museumswerkstattleiter Holger Hink und sein Lanz Acker Bulldog Baujahr 1931. Von 0 auf 8 km/h in einer gefühlten Viertelstunde. Ein echter Blitzstarter. Ja, auf einen Bulldog muss man schon mal warten. Dafür hört man ihn schon, bevor er um die Ecke kommt. Stollen fahren würde, wäre das noch wackeliger. Holger, ich habe ja quasi die geballte Kompetenz gerade hier, ne? Ich habe den Fehler gemacht, ich habe es ein bisschen zu gut gemeint und vollgetankt. Ich glaube, man darf das bei einem alten Trecker nicht machen. Ganz voll ist immer doof. Ja, und auf jeden Fall sifft das der ganze Diesel immer hier schön auf meine Batterie. Das ist nicht so gut, ne? Nee, ne? Würde ich sagen, da muss ein bisschen was raus. Ja, ne? Besser der, ist, der, tropft, der tropft ja schon. Ja, eben. Oder ist das ein Auslaufmodell? Obwohl. Ja, der ist aber nicht so richtig voll. Ne, bisher hab ich schon verbraucht. Aber hier oben ist doch alles hier. Das ist doch alles. Das ist hier oben. So, du hast hier eine Korkrichtung drin. Ja. Dann gucken wir doch mal eben, dass wir mal eben eine neue da reinbauen. Da drüben muss ich noch eben aufmachen. Hast du sowas da? Bestimmt. Müsste ich noch mal eben um die Ecke. Jo.
Während Holger sucht, schaue ich mir dieses Schätzchen an. Ein Dampflokomobil Marke Wolf Buckau, mehr als 100 Jahre alt. Ein Uhrtrecker. Der soll den Sommer über draußen stehen für Vorführungen und zum Beispiel den Häcksler da antreiben. Das wollen diese Herren jetzt mal ausprobieren. Ja, okay. Ja, auf die Rolle. Hier, Jungs, manche Kerle bezahlen dafür Geld, ne, für so viel Spaß. Auf, ja. Auf dem Männerspielplatz oder so. Genau. So, ach, meine. Ach, mach mal ruhig bleiben. Mach mal, es geht gleich los. Er muss erst die Bremse lösen. Nicht die Nerven verlieren bei sowas. Ne? Nee, ganz ruhig bleiben. Die Männerkombo hier, das ist die ehrenamtliche Dampfmaschinengruppe. Die Jungs dürfen in ihrer Freizeit an den alten Ungetümen rumschrauben. Einziges Problem, viele Experten, gleich viele unterschiedliche Meinungen. Er muss nämlich darauf und er möglichst gerade da drauf laufen. Auch noch raus, ne? Also die Fluss einhalten. Jetzt ja, muss er noch weiter darüber, ne? Ja, da war schon mal 10 Meter. Ja, nochmal. Ja, das ist ja ein Blinder mit dem Krückstock. Hier muss er hin. Ne? Halt mal den Finger dahin. Ja, ich halte jetzt den Finger dahin. Hier muss er hin. Also, jetzt passt er gleich. So. Uwe, da hast du ihn oben. Legen wir den drauf wieder. 3 Stunden später haben die Jungs den Häcksler endlich so ausgerichtet, dass der Riemen nicht abflutschen kann. So, das einmal drehen jetzt. Einmal musst du drehen. Genau. So, jetzt. Oh, genau. Alle Mann. Mensch, Mangels. Jo. Alles gut. So. Okay. So, und jetzt bitte gut auf die Finger aufpassen. Häckseln wie zu Uropas Zeiten. Zielgenauigkeit stark verbesserungsbedürftig. Egal, Treckerfahrer dürfen das. Ja. Schönes Ding für ein Haus gebraucht. Ja, ne? Ja. Geräuscharm. Ja. Und sehr leicht alles aufzusammeln. Wäre jetzt die letzte Frage gewesen: Wer macht den Hof sauber? Das ist ganz einfach. Das macht das Filmteam immer. Ach so. Tja, von wegen. Ich guck lieber mal, was Brunhilde so macht. Das machst du aber schon sehr gut. Ja, ich muss mal einmal alles wieder trockenlegen, wenn wir jetzt. Oh! Das sieht aber gut aus. Die vom Porsche wollte nicht passen, die war nämlich selber nicht schön. Das ist ein kleiner Eigenbau. Jetzt habe ich mal eben eine geschnitzt aus Gummi. Das macht mal gucken, ob die dick genug ist. Probier mal aus. Ja, sitzt sehr locker, aber. Könnte hinhauen, was denkst du? Ja. Ja. Also das ist quasi euer Herz hier, ne? Das ist unser Herz. Holger arbeitet im Treckerparadies. Das Museum hat Dutzende historischer Traktoren und er darf mit allen spielen. Ja, die fahren ja. Okay. Und hier rechts haben wir noch so ein ganz kleines handliches Spielzeug. Das ist mal eine Ansage, ne? Ja, das ist für Männer, ne? Können wir da rauf? Ja, klar. Oh, ja, oh. Der Steuermann. Oh gewesen, Gott, oh Gott, oh Gott. Wo hat man denn das Ding? Wo stand man denn da? Also, da, wo du eben warst, war schon eine Position gut zum Steuern. Weil rechts ist Kohlebunker. Ja. Hier der Steuermann gestanden. Das ist ja wie eine alte Lokomotive. Und da, wo du stehst, Maschinist. Aber man fühlt sich schon sehr herrschaftlich, ne? Wenn man noch hier so oben steht. Ja, ich glaube, wenn der Tag vorbei ist, fühlst du dich so klein. Ja, wahrscheinlich. So, bisschen aufpassen, wenn du runtersteigst. Sonst ist der Daumen wieder ab, oder? Ja, irgendwas. Nee, ne? Ja, das passt. Man verlässt, man lässt da schnell mal federn, ne? Ganz schönes Ungetüm. Zum Abschluss geht's einmal quer durchs Freilichtmuseum. In atemberaubendem Tempo. Holgers Bulldog, 10,3 Liter Hubraum, 38 PS, 3000 Kilo. Gegen so einen Ackergaul ist meine Brunhilde ein tänzelndes Pony. Holger. Na? Schönen Dank. Ja, hat Spaß gemacht. Was ich jetzt sage, meine ich lieb. Na?
Ich hatte zwischendurch immer so ein bisschen das Gefühl, kleiner Mann beherrscht das Monster. Ja, ist ja nichts hinzuzufügen, oder? Nee, hast meinen höchsten Respekt. Ich will mich gar nicht trauen. Pass auf, da habe ich was für dich. Tatsächlich vom Chiropraktiker extra für Trecker geplagte Rückenschmerzen. Wirklich. An den Reifen hängen so und mal den Rücken durchstrecken. Ah. Geht das auch beim Porsche oder nur beim Lanz? Beim Lanz geht es besonders gut, weil du dann richtig schön durchgerüttelt wirst. Pass auf, ich mach das auf der anderen Seite, mach das mal. Das ist wirklich gut. Ohne Flachs. Ist gut? Jo! Sag ich doch! Brunhilde scheint mit der neuen Tankdeckeldichtung ganz glücklich zu sein. Ein paar Kilometer weiter wird die Kleine sogar ganz übermütig. Strohballenballett. Treckerfahrer dürfen das. Keiner hat was gemerkt. Aber jetzt machen wir uns lieber vom Acker. Nächster Zwischenstopp ist dann im Ammerland in Rastede. Hier bin ich mit einem Mann verabredet, der Trecker sammelt, wie manche Frauen Schuhe. Hier um die Ecke rum. Dieter von Essen, Seniorchef einer Baumschule und stolzer Besitzer von mehr als 30 Treckern, alle Marke Holder. Er lädt mich ein zu einer exklusiven Privatführung. Sehr gut. Mensch. Herzlich willkommen hier in Rastede. Dankeschön. Ja, gut hergekommen? Soweit? Ja, ja, schön. Pünktlich, schön. Auf die Minute. Genau, genau. Ich sehe schon, ja. Hier geht's los. Ja. Können wir auch einzeln. Gucken wir uns ein bisschen um? Gerne. Hier steht ein Holder, ein A20. Doppelt bereift. Mit Zwillingsbereifung, genau. Der neue Holder von 1941. Die hier mitgearbeitet haben, die mussten auch was im Ärmel haben. Das ist ein Spritzfass, Holzfass, Baujahr 1936. Und das ist ein Spritzfass, Messing, Baujahr 1951. Und das sind alles Knicklenker. Alles Knicklenker. Der A23, da hat Holder nur 110 Trecker von gebaut. Den habe ich auch in Holland gekauft. Das ist der einzigste Trecker, den ich in Holland gekauft habe. Und wie siehst du das? Ist das eine Wertanlage oder Hobby? Hobby, oder? Ja. Nicht unbedingt jetzt? Nein, um Geld zu verdienen, nein. Mhm. Das ist nur Hobby, wie jedes Hobby. Haben, haben, haben. Das ist ja Fendt hier. Das Fendt, Geräteträger. Die sind aus Versehen dazwischen geraten, oder? Nein, die brauchen wir auch noch. Wir haben außerhalb noch Land, wenn die Leute dann was mitnehmen müssen an Spaten und Maschinen und sowas, ja. Die sind ja süß. Die stehen hier schön in der Garage und die meisten kennen dieses Nummernschild überhaupt nicht. Was ist das? Das ist ein Nummernschild, BN, heißt britische Zone Niedersachsen und das ist das Originalschild. Ist dann das hier der erste von der Sammlung, von 30 Stück insgesamt? Ja, ganz genau. Und zwar der erste Trecker, den sein Vater 1953 gekauft hat. So, warum ist er denn hier jetzt schwarz? Ja. Das wollte ich so haben. Das wollte ich so haben. Hast du ihn schwarz gemacht? Ja. Holder hat ja nie schwarz gebaut. Ist das nicht ein Frevel? Ja, aber alle finden den gut. Alle finden den gut. Und das ist die große Treckerparade ja, hier? Ja, da hatten wir vor 2 Jahren mal alles aufgebaut. Sind seitdem welche dazugekommen schon wieder? 1, 2 Trecker sind dazugekommen, ja. Das heißt, das Bild ist nicht aktuell? Nein. Du, wir wollen doch sowieso mal den einen oder anderen anschmeißen. Ja, Wollen wir nicht ein aktuelles Bild machen? Können wir gerne. Alle noch mal rausrödeln. Ja, habe ich kein Problem mit. Ich helfe dir. Ja, gerne. Hast noch wie viel? Oh Gott, das könnte eine Weile dauern. Ja, ja, nee. So, wer das jetzt? Das ist unsere Tochter Pamela. Hallöchen. Das ist unser Schrauber. Gerd. Und der Gerd. Ja, genau. Und das ist unser Mitarbeiter Hassan. Hassan. Ja, genau. Okay, alle bereit. Und die wollen jetzt mithelfen. Alle bereit zur Treckerparade oder genau, was? Richtig.
Alter. Den da oben. Oh, der räuchert aber. Und das ist ja eine Sache hier mit dem. Oh, hier, guck mal. Gar nicht so einfach zu fahren, diese Knicklenkung. Aber ein kleines Training kann nicht schaden. Ich muss ja noch zum Traktorpulling. So ist gut, so lassen stehen. Ja, hier daneben. Erstmal gucken, ob. Das ist Holder. Rauch, Rauch, Rauch. Qualmt das Ding, wa? Wie eine Horde Kettenraucher. Typisch Zweitakter. Trotzdem putzig. Alles Spezialfahrzeuge für den Obstanbau. Die fahren sich aber toll, du. Ja, herrlich. Ja. Also diese Knicklenker, das ist ja ein Ding. Soll ich nehmen? Sag mal, boah, was ist denn hier los? Boah, kannst du überhaupt noch atmen? Normalerweise wird der Sitz runtergenommen. Dann wird hier das Lenkrad losgenommen. Und dann kommt diese Kurbel, die ist normalerweise nur bis hier. Und dann muss man hier rein und hier unten kurbeln. Ist nicht wahr. Und das schafft ein alter Mann nicht mehr. Nee, deswegen habt ihr eine neue gebaut. Und jetzt immer wieder ein gutes Gefühl, wenn du da reinkommst. So, jetzt kannst du da. Nee, Tommy nicht. Wollt du das mal? Ja, so ist das, wenn der Benzinhahn nicht aufgemacht wird, ne? Boah, so ist das. Jetzt hast du ja Übung. Du, Gerd, ich fahr draußen auf dich. Ja? Oh, Luft. Also in Sachen Qualm ist meine Brunhilde im Vergleich dazu Nichtraucherin. Aber was ein echter Holder-Fan ist, für den duftet's hier nach Parfum. Zwei sehen aus, als würdet ihr zusammengehören. Ja. Umgeparkt wird hier häufiger. Zum Winteranfang kommen die empfindlichen Pflanzen ins Gewächshaus und die Trecker müssen zusammenrücken. Hast du noch, du darfst im Montag alle wieder reinfahren. Ja, okay. Mach ich schon. Im Frühjahr dann Kommando zurück. Ziemlich nervig, dieses ständige Hin und Her. Das heute macht aber Spaß. Gut, wunderbar. Das war der letzte. Wie fühlt sich das an, wenn du das siehst? Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie mit Freude. Ja. Alles passt. Der Schwarze in der Mitte. Ja, das, ja. Ist schon eine ganz schöne Parade. Ja. Okay, Dieter, pass auf. Ich mache jetzt ein schönes Foto von dir. So wie damals. Stell dich hier hin. Ja. Und du hilfst mich hoch, ja? Ja. Supi. Schön mittig stellen, bitte. Oh, ja, das wird gut. Das wird gut. Gib mir dein bezauberndstes Lächeln, das du hast. Ja, von den Landmaschinenfilmern weiß ich, wie man schöne Bilder macht. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Hauptsache, ihr seid nicht umsonst gekommen. Also, es wird ein richtig schönes Foto. Ja. Wirklich gut, richtig gut. Gut. Ja. Endspurt. Nur noch ein paar Kilometer. Aber kurz hinter Oldenburg meldet sich Kollege Zufall in Gestalt von Rainer. Der erzählt mir, dass es in einer Scheune ganz in der Nähe fast genau den gleichen Trecker gibt wie meine rote Brunhilde. Da wohne ich, ja genau. Und ja, mit dem Trecker, das ist wie gesagt so ein Porsche. Ob es nun ein 22er ist, weiß ich jetzt nicht. Können wir ja mal gucken, wo fahren wir denn rauf? Der Trecker ist aber weiter runter. Hier rein jetzt? Ja. In dem Schuppen da. Da bin ich aber gespannt. Oh, 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 oh. Oh, da kommt noch jemand. Ja. Das ist jetzt. Das ist mein Nachbar. Aha. Und ja, er hat den Wagen hier, den Trecker hier untergestellt, hier für einen anderen Nachbar. Das ist der Trecker, der aus dem Haus da hinten kommt. Der musste weg. Aber dann ist das jetzt nicht deiner. Nein, es ist nicht meiner. Aber du hast ihn da hinterher. Moin. Moin. Sven Tietzer, guten Tag. Guten Tag. Sie sind der Herr? Ja, Hake. Herr Hake? Ja. Alles klar. Landwirt durch und durch, wa? Ja, gewesen. Oh, okay. Ja, dürfen wir denn mal gucken jetzt hier? Ja, der ist auch nicht so schön wie dieser. Nee? Das Einzylinder. Oh, was ist denn hier los? Oh.
ein Zylinder. Ja, hier wird noch gearbeitet. Oh, der arme Kerl hier. Das ist ein Porsche Junior. Ja. Warte mal, ich habe hier mal ein bisschen Licht machen. Ich habe hier auch was Licht. Ja, pass auf. Ja, ist ganz gut. Ja, wir leuchten alle zusammen. Ich muss hoch. Das ist der ganze Motor hier. Mehr Motor hat er nicht. So ein Stück nur. Die Kupplung ist größer wie der Motor. Da ist der Tank. Oh, das ist ja noch so ein richtiger, hier, guck mal, ein richtiger Scheunenfund, wa? Das Baujahr 54. Mhm. Das ist der Vorgänger. Ersten mit Hydraulik. Der ist noch ein bisschen älter als meiner. Ja. Rainer, möchtest du dir den hier, würdest du die Arbeit auf dich nehmen? Sofort, würde ich sagen. Ehrlich? Da ist aber richtig was zu tun, ja, wenn der Sprit drin ist. Die Tankdeckeldichtung ist aber gut. Das spreche ich aus Erfahrung. Der Sprit ist wahrscheinlich rausgelaufen, glaube ich. Wir haben da nämlich einmal unterstehen. Ja. Wenn es eines Tages soweit ist, ne, dann meldest du dich mal bei mir. Dann komm ich noch mal rum. Dann würde ich sagen, denken. Aber dann, wenn er fertig ist. Doch, der bewegt sich, das ist richtig. Ja. So, die Herren, vielen Dank. Ich drück dir die Daumen, das klappt, ne? Bitte hoch. Tschüss. Tschüss. 400 Kilometer hat Brunhilde jetzt auf der Uhr. Und sie hat tatsächlich durchgehalten. Wir sind am Ziel. Hier in Edewecht im Ammerland treffen sich ein Wochenende lang Treckerverrückte. Ach was. Trecker-Fanatiker aus ganz Europa. Gleich startet das Traktor-Pulling. Lauf zur deutschen Meisterschaft. Was hier so rumfährt, hat mit Landmaschinen nicht mehr viel zu tun. Aber die Dinger gelten tatsächlich als Trecker. Von all den PS-Monstern ist die arme Brunhilde schon ganz verschüchtert. Hoffentlich nicht zu sehr, denn gleich muss sie ran. Bist du André? Ich sag jetzt einfach mal ja. Okay. Hi, bin ich. Hi. Ich bin Sven. Hallo. André, hi. Was ist denn hier los? Was hier los ist? Traktorpulling. Wer das noch nie gesehen hat oder gehört hat, was ist das genau? Das ist ein Zuchtkraftwettbewerb. Und es geht darum, einen Bremswagen, das ist ein Sportgerät sozusagen, über eine 100 Meter lange Bahn zu ziehen. Ja. Und wer am weitesten kommt, hat gewonnen. Habt ihr auch eine Kategorie für meinen? Also für. Gewichtstechnisch könnte das ein bisschen Probleme geben. Der ist ein bisschen leicht. Geht da gar nichts? Vielleicht kriegt er gerade die Kette stramm, aber viel mehr glaube ich nicht. Wollen wir das mal? Geht das mal? Habt ihr einmal die Zeit noch? Können wir es mal ausprobieren? Probieren können wir das, ja. Oh, Alter, Mann, ist kein Dezo. Ja. Ist ja ein bisschen was enger, ne? Aber gut. Ist auch ja, ganz viel los. Guck mal, da ist so ein Trecker, der hat ein bisschen mehr Leistung wie deiner. Minimal. Wie viel PS hat der? Ungefähr 3000. 3000 PS. Sag mal, kannst du dieses ganze Pooling hier erklären? Das gibt es seit 25 Jahren. Und du bist seit über 25 Jahren dabei. Und noch länger. Warum? Weiß ich nicht. Weil es einfach geil ist. Das ist einfach so Traktor-Pulling. Das ist der schönste, stärkste, schwerste Motorsport auf Rädern. Und nirgendwo, wenn man so ein bisschen Technik verrückt und Motoren verrückt ist, nirgendwo findest du, so wie da zum Beispiel, da steht eine freie Klasse. Da sitzt ein Sternmotor aus dem Flugzeug drauf, aus dem Zweiten Weltkrieg. Wo sieht man sowas noch? Und wenn die einmal über die Strecke ballern, dann wie viel Sprit hauen die da raus? Pro Motor, pro Sekunde, bei dem jetzt 7 Liter Methanol. Das heißt also, der hat zwei Motoren, sind 14 Liter die Sekunde. 7 Sekunden dauert so ein Pull. Und von daher kann man sich das in meinem Hoch rechnen, ne? Wären knappe 100 Liter. Für die kurze Strecke hier. Ja. Thank you.
Nochmal die Regeln fürs Traktorpulling. 100 Meter weit muss der Bremswagen gezogen werden. Er wird immer schwerer gemacht, bis die Trecker nicht mehr können. Wer als letzter übrig bleibt, hat gewonnen. Jetzt schlägt für Brunhilde die Stunde der Wahrheit. Sie soll ein Gewicht ziehen, das 15 Mal so viel wiegt wie sie selbst. Welchen Gang nehme ich denn? Den kleinsten, den du hast. Das ist dann die 1. Ja, hoffentlich. Der André und der Eike, die haken dich jetzt hier mit der Kette ein. Wie du siehst, ist die Kette auch schon ein bisschen größer dimensioniert wie dein Trecker. Jetzt fährst du mal ganz langsam nach vorne, dass die Kette stramm ist. Ja. Und jetzt musst du ein bisschen Gas geben und lässt langsam die Kupplung kommen. Und dann probierst du das mal. Okay. Tja, Treckerfahrer dürfen das. Aber ob sie es auch können? Ah, Gas solltest du schon geben. Ja! Hat er sich bewegt? Ja, nicht wirklich. Warte mal, einen noch. Einen Versuch hast du noch. Oh, geht ja doch. Das ist ja Wahnsinn. Hier. So, das muss mir erst mal einer nachmachen. Kannst du doch. Kein Wunder, wenn man angeschoben wird. Oha, das muss lang. Ja, aber guck mal, da sind ein paar mehr wie Zentimeter. Ja, er hat da hinten, ne? Er hat mitgeholfen. So, ist aber mal eine Erfahrung wert, du. Als wir uns dann auf den Heimweg machen wollen, passiert es. Jetzt! Der Anlasser zieht leider nichts mehr. Kupplung los. Kleineren Gang. Anlasser ziehen dabei. Nee, geht nicht. Der ist tot. Das gibt's doch gar nicht. Wieso ist denn die Batterie leer? Der liegt doch die ganze Zeit. Da hab ich ihr wohl zu viel zugemutet. Traktorpulling scheint nicht das Richtige zu sein für eine zarte, ältere Dame. Und dann eben ein bisschen rollen lassen und dann die Kupplung kommen lassen. Sorry, Brunhilde, das verspreche ich dir. So einen Stress musst du nicht nochmal mitmachen. Dann doch lieber gemütlich über die Landstraße zuckeln. Denn da warten noch genügend Abenteuer auf uns.